Warte mal, habe ich das noch offen? Oh ja. Hallo und willkommen zurück zu Dingens, Starbound, genau. Wieder Starbound. Das klingt Auf einmal hat realistisch. er wieder Lust auf Starbound. Ich kann es gar nicht glauben. Ja. Bin ich gerade zu Hause angekommen, habe noch nicht mal alles angeschalten, schreibt er mich in Steam an, weil das das erste war, was angegangen ist. Ja. Ja, Discord braucht irgendwie immer länger. Oh Gott, ey, diese Nebelmaschine, mein ganzes Schiff ist voller Wahrscheinlich, weil es auf Klumpen. der C-Festplatte ist, weil Discord konnte ich ja nicht einstellen, wo es installiert. Dummerweise. Ich bring dir ein Geschenk mit. Du bringst mir ein Geschenk. Ja, ich hoffe, du hast Rauchmelder auf deinem Schiff. Was willst du von mir? Platz finden. Ja, perfekt. Ah, ist das nicht herrlich? Ich weiß ja nicht. Auf einmal raucht es überall. Wenn du von was Herrlichem redest, bin ich immer unsicher, ob das wirklich herrlich ist. Irgendwie in einem Videospiel sind, brauchst du dich nicht beschweren. Ich frage mich, wie viel Kotten ich schon habe. Nur weil ich hier ständig dein Kotten abholen gehe. Ah ja. Gut, dann such mal einen Ozeanplaneten. Ah, okay. Mache ich auch gleich, aber erstmal hole ich noch den Loot der Tiere ab. Okay, zoomen wir mal raus. Habe ich denn in dem aktuellen, wo ich bin, einen? Unwahrscheinlich. Nein. Braucht der einen gewissen Stern? Ja, Mittel, denke ich. Threat Risky, Tier 3. Tempered Radioactive Frozen Fiery. Also ziemlich viele. Dum, 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 die, die, die. Also würde der, glaube ich, auch gehen, bei dem ich bin eigentlich. Ich guck dann auch Okay, keine mal. Ahnung, Dangerous. Nee, der Schadet ja ist nicht. Gentle. Tempered. Da ist keiner. Da ist keiner. Also, du sagst Ozean. Ozeanik ist es ja dann. Diese Zölle ist hier überall viel zu hoch. Ich habe nur Arktik. Oh, okay, ich habe einen. Also Snowy ist bei mir auch drin, ne? Okay. Kennst du das, wenn du nach dem Abendessen nochmal Lust auf mehr Essen hast, aber gar keinen Hunger? Du So bist geht's mir gerade. komisch, aber ist okay. Ja, mag sein. Ich bin jetzt bei Zubenhakkabri. Warte, was? Zubenhakkabri Precipice 5. Oh mein Gott, wirklich? Wenn ich Warte das mal, hier was? richtig lese, gibt es die Rüstung nur im Ocean Surface. Das ist ja noch einfacher. Und vor allem viel weniger Fläche, die wir absuchen müssen. Im Floor sind andere Sachen. Jetzt will ich gerade nochmal schauen. Da ist eine Bukanierkleidung. Habe ich die schon? Dude, Bukanier. dein Stream sieht Scheinbar. gerade echt merkwürdig aus. Hast du irgendwie rausgetappt? Ich habe. Ja, habe ich. Wieso? Ah, deswegen sieht das so weird aus gerade. Naja, in Ordnung. Okay. Ich nehme an, die sind dann an Oberflächenkisten. Ist es eine besondere Kistenart? Wurde mal nicht. Weiß nicht, hier steht nichts. Danach habe ich ja Weil. gesucht nach der Kistenart, die dem Biom spawnt, aber irgendwie steht das hier nicht. Hä? Ich kann voll Fische? super schnell auftauchen wegen diesem Schwimm-Upgrade, aber was nützt mir das, Man kann wenn fischen? ich damit. Ach so, ja, haben wir halt. Das ist halt so ein unnützes Feature sozusagen. Das. Da ist einfach ein Schackelfisch. In Ordnung. Schaut so aus wie der ein Okay, zweite Insel, Sprite keine Kiste. Interding. Warte mal, ich könnte ja mal scannen, ob da irgendwie Höhlensysteme drunter sind. Sieht nicht so aus. Also, was bist du denn für ein Viech? Warte mal, fehlt mir der noch? Er ist ein Viech. Bin nicht sicher, ob das ein Monster ist oder einfach nur ein. Das ist etwas, das man fangen kann. Oh mein Gott, komm her. Kann man nicht alles fangen? Oh shit, er ist tot. Wie nervig. Ich hoffe, da spawnt nochmal einer.
Ja, also ich bin jetzt auf der dritten Insel und immer noch keine Kiste in Sicht, also ist irgendwie nicht so gut die Quote. Ja, ich habe hier gerade auch keine. Okay, die ist nah genug dran. So, schwimmen wir da einfach hin. Scheiße, ich will meine Bälle nicht über dem Ozean werfen, die kriege ich ja nie wieder. Okay, warte, was steht hier? Hier ist ein Typ, okay. Natürlich. Oh mein Gott, hallo, sammel's ein! Ja, toll, ja, scheiß auf den einen Pokéball. Was willst du? Ja, nichts, ich wollte, dass er den Pokéball einsammelt, ja. Mann. Er ist durch mich durch runtergefallen. Ich habe extra senkrecht nach oben geworfen. Denk du schon, du schreist mich an. Ist ein Pokémon Nein, mein Charakter. Kotzt mich das an. Ja, kannst du gerne auch. Es ist lang und dünn und merkwürdig. Ich weiß nicht, wie ich es Okay, damit kann ich nichts anfangen. Ich sag's dir, wenn ich sehe. Bisher nicht. Es fliegt. Das ist ein bisschen kacke, weil es scheinbar nur bei fliegende Viecher, die sind blau. Oh mein Gott. Okay, ich habe hier noch einen. Den kann ich jetzt hoffentlich fangen, weil ich über Land bin. Ja, hab ihn. Und ich habe hier eine Kiste. Ich schau gleich nach. Monopus gefangen. Bis im Zeitraum. Kontinuum. Oh mein Gott. Also, was haben wir hier Schönes? Ein Seashell Shield. Also, tut mir leid, das war die einzige Kiste hier. Seashell. Also, war das jetzt eine Kiste an Land oder wie? Ja. Das ist, glaube ich, Teil des Ludes Tables. Jupp, das ist Teil des Loot Tables von Open Surface. Ja, das ist schön. Immerhin ist das einfach. Okay, das ist eine Waffenkiste, da wird es wohl nicht drin sein. Draußen Bumerang-Rezept. Naja. Warte mal, ja genau. Haben wir die schon oder fehlt die auch? Was für ein Ding? Hell. Du bist auf einem Boot. Okay, weird. Hier steht auch, dass man das Pirate Set kriegen kann, aber beim Pirate Set selber steht Aviana Airship drüber. Was mich ein bisschen wundert. Also keine Ahnung, ob das denn auch hier drin sein kann oder nicht. Ah. Wo war mein Ding ins Ball? Da. Also. Ja, ich bin offenbar noch nicht wieder am Start. Ein Shiny! Lauf nicht weg! Okay, hier ist eine Kiste. So. Er ist noch nicht schwach genug. Da ist aber nichts drin. Ne? Okay, Wasserblumen sind die von dem Loot Table, die hier drin Nein, sind. Ich sterbe! Fire Lilodon, ja! Oh shit, ich sterbe noch. Doch auf mich zu hauen. Was habe ich euch denn getan? So viel kann es nicht gewesen sein. Auf schon drauf, ne? Ja, sehr schön. Figur, von dem habe ich noch nicht gehabt. Ey, so viel Zeug hier. Zwei neue Pokémon gefangen. Richtig gut. Eine Waffenkiste. Da lebt ja jemand. Bist du freundlich? Oh ja. Sein Freund wird angegriffen und umgebracht. Hallo, wie geht's? Der redet nicht? Okay. Ich bin gerade mega leicht. Muss es dieser scheiß Planet machen? Ja, ist halt ein Ozean. So wie die Ozeane in Minecraft, die sind auch einfach nur endlos groß. Jetzt heutzutage zumindest nicht mehr so nervig ist wie damals. Damals gab es da ja gar nichts. Jetzt gibt es da zumindest Sachen. Ist ja noch ein Haus. Und gute Boote. Ein Händler. Bowling Pin? Ja, nein. Ein Ding.
Ja, ein Bowling-Pin, aber ich habe ihm gesagt, er soll es behalten. Okay, hier ist ein Haus. Gehen wir mal da rein und gucken wir mal, was er in seinen Truhen hat. Eine Lampe. Okay. Das... Mein Gott, hier sind ja echt viele Menschen. Das war nicht sehr freudig. Nicht gedacht. Aber das ist ja sogar so einer wie du. Ja, das sind alles die Lottles hier. Würde ich jetzt mal hoffen. Ich meine, muss ja, glaube ich, nicht zwingend so sein. Nein. Aber wir sind immerhin mal Unterwasserkreaturen gewesen. Fängt hier an zu regnen. Wenn du das sagst. Ja. Ich glaube, da sinkt die FPS auch. Was ist denn das für eine Insel? Oh, da ist mein Mech. Was ist das für eine Insel? Ist das, ist das dein Erdspiel? Zwei Block im Weg. Ja, genau. Die Zwei-Block-Insel. Oder du bist dir dann nicht mehr zu helfen. Okay, wenn du das sagst, dass mir nicht mehr zu helfen ist. Ja, so ist das normal. Je früher du das akzeptierst, desto besser. Warte, was? Der hat gerade mein Schiff beschädigt. Ist das dein Scheiß Ernst? Ich dachte, das Ding kann keinen Schaden erleiden. Steht das jetzt hier? Ne, hier steht nichts davon. Aber das wird wahrscheinlich gleich kaputt ausschauen, oder? Ja, das Segel ist gerissen. Wer repariert den Scheiß? Gar nicht. Wie gar nicht? Dein Scheiß ernst? Kann doch nicht sein. Die anderen kann man reparieren. Die Fahrzeuge, also ich nehme an, das auch. Ja. Aber erstmal muss es richtig kaputt gehen, also. Ach so, ja, okay. Glaube ich, keine Ahnung, frag mich nicht. Ich bin unterwegs zum nächsten Ozean. Ich sink mal nach unten, einfach um zu gucken. Wir waren sehr erfolgreich. Wie viele Kisten hast du gelootet und war eins drin? Eine. Ich hatte auch nur eine Kiste. Wenn jeder Ozean so ist, dann wird es kein langes Dreh. Ich gehe mal nach unten und gleich mal die... Vielleicht gibt es das ja trotzdem da unten. Du fällst ja langsamer als ich. Mein Swimspeed ist übrigens nur hoch. Das ist voll ätzend. Aber ich glaube, wenn du nicht Kugel wärst... Bin ich schneller geworden, weil... Ich hatte was gegessen, dass die Schwerkraft verringert wird. Und das wirklich? Ist jetzt gerade ausgegangen. Sieht mir nicht wesentlich schneller aus, aber... Mal habe ich so einen schon gefangen. Ja, hatte ich wohl schon. Naja, egal. Jetzt habe ich noch eins. Ein Schnupfenfisch. Schnupfen? Kann man wohl so sagen, ja. Ich finde es cool, dass ich im Hintergrund die zwei Monde sehe. Die es hier auch wirklich gibt. Wow, ich sehe. Ich kriege ja einfach nur die. Die Wasserballons, die es oben und unten geben kann. Das sagt mir jetzt sehr viel, ob das auch ein Überground-Tour ist. Da ist was drin, nein. Ah, ja. Bitte wenden. Was bitte wenden? Steht da. Dieser Planet ist nicht rund. Was laberst du? Ja.
glaube, dashen ist sogar schneller. Ja, du solltest auf jeden Fall dashen. Okay, was schaut's mit dir aus? Du hast das Schiff dabei, hast du kein Hoverbike dabei, weil das ist unter Wasser ganz angenehm schnell. Warum soll ich so ein komisches Hoverbike? Ich nehme mein Schiff, ja. Mein Schiff hat mich nie enttäuscht und das ist auch nicht so komisch wie diese komischen Bikes. Okay, danke. Ach, gehen wir mal hier rein. Das Schiff enttäuscht dich aber, weil du gerade unter Wasser bist. Und das Bike könnte dir hier echt Geschwindigkeit geben. Nein. Das ist Fakt, dass es schneller wäre. Das Bike bringt mir nur Probleme. So, nach dem Planeten ist Schluss für heute. Was bist denn du für einer? Naja, ich möchte gern schnell vorankommen. Ich bin... Und dafür hast du mich jetzt extra sofort, als ich angekommen bin, genervt? Dafür, dass du dann nur so kurz da bist? Es ist shiny. Warte mal kurz. So. Oh. Gut, ist der Glück. Warte, in welchen von diesen Bällen bist du jetzt? Oh, in dem offensichtlich. Im Pokéball. Fire Monopus. Ja, ein paar Bälle liegen jetzt im Ozean, aber scheiß auf die. Ey, wir haben kein Kleidungsstück, aber ich habe 4 Pokémon, die ich noch nicht hatte. Die 2 Shinies sind jetzt eher weniger relevant für den Dex, aber naja. Naja. Und dieser Ozeanplanet hat nicht eine einzige Kiste. Oh, erstes Haus. Und jetzt gehst du auch noch durch eine verdammte Stadt. Du sollst gefälligst diese blöden Items suchen. Ich mach das doch nicht für dich, sondern mit dir. Ja, was... Was ist denn da drin, was du brauchst? Nichts, also. Ja, keine Ahnung. Ich wollte gucken, ob die Truhen hier vielleicht auch solchen Inhalt haben. Truhen? In der Stadt? 2 waren drin. Und war der Inhalt? Nein, aber nicht richtig. Also. Ich kann sie erst wissen, wenn ich reingehe. Oh, ansonsten, Pirate Pantaloons! Ich habe Pirate Pantaloons! Ansonsten wäre es, wenn ich mich in der Stadt nicht schneller bewege als unter Wasser. Ja, das mag sein. Ja, also, aber hast du gehört, ich habe die Pirate Pantaloons. Pantaloons? Das ist die Hose. Das ist, glaube ich, sogar das, was fehlt. Ne, warte, die Barrel fehlt. Der Rücken fehlt. Oh mein Gott. Ja, okay, schade. Aber das ist jetzt eine Oberflächenchest gewesen. Ja. Es war aber eine Waffenkiste. Also eine weiße. Science-Kiste, also. Okay. Ja, das ist wirklich ein Untergrund. So. Ja, gut. Warte, dann muss ich ja wieder hochschwimmen. Oder warte mal, kann mir da das Schiff auch helfen? Wenn ich drüber nachdenke. Da ist mein Roboter. Okay, so viel dazu. Ich glaube, das steigt nicht schneller, kann das sein? Ich dachte, das steigt schneller als ich. Ich dachte, die Buoyancy schießt das Ding einfach nach oben. Nicht in diesem Videospiel, Mann. Aber die Piratenrüstung ist eigentlich nicht der Hauptfokus. Weil ja, sorry, dann ignoriere ich die nicht alten Kisten. Ich meine, das muss ich nicht ignorieren. Ich lasse das drin, das nächste Mal, wenn ich eins. Ich meine nur, like, die scheint es ja noch woanders zu geben, scheinbar. Das ist relevant. Okay, ich, bei der Piratenstöß kriegen wir auf Piratenset. Gucken wir mal, was steht denn hier? Dropped by Avian Airship Captain. Ah. Das heißt, ich soll sie töten? Avian Airship... Hä? Captain? Ich bin gerade verwirrt, weil wenn das das Schiff ist, was ich gefunden bin, das war ja eigentlich freundlich. Ja, eigentlich. Du musst halt genug klauen. Abreißen, etc. Ist damit wirklich das Freundliche gemeint? Ich dachte, vielleicht gibt es da noch ein Böses. Ich kenne kein anderes, das feindlich ist. Oh mein Gott, Dennis, die meinen keine Holzschiffe, sondern Raumschiffe. In Encountern. Oh.
Das klingt jedenfalls wahrscheinlicher. Warte mal, ich kann ja eigentlich hier draufklicken. Avian Airship. Screenshots. Ah, nee, doch, das ist schon das, was da unten ist. Das ist schon das, wo wir waren. Das ist kein Raumschiff. Okay. Dann ist Friendly Fire gewollt. Anscheinend. Oder wir finden es jetzt noch so. Fehlt ja nur noch ein Teil. Warte, nee, ich sollte mit Mech runter, sonst habe ich nichts, woran ich mich orientieren kann, dass ich schon hier unten war. Lauer Junge. Also, ich meine, gut, ich könnte mich in der Stadt orientieren, die direkt bei mir ist, aber naja. Ich vertraue der Stadt nicht. Vertraue lieber meinem Ding. Okay. Ja, am Ende sind es zwei Städte und dann verpasst du ein Stück dazwischen. Ja, genau. Zwei Städte, die exakt gleich ausschauen. Ist nicht unwahrscheinlich. Hä, warum geht das hier rein? Okay, wo? Da. Warum können diese komischen Vögel Türen öffnen? Warum sollten sie das nicht können? Weil sie komische Vögel sind? Wenn du meinst, dass sie das aufhalten sollte, also ich sehe das jetzt nicht so. Sie sind keine Menschen! Also nur Menschen dürfen Türen öffnen. In Minecraft können auch nur Zombies Türen öffnen, das auch nur auf höheren Schwierigkeitsgraden. So, okay. Eigentlich nur auf schwer. Du würdest die armen Hilottel also einsperren in ihrem Haus. Hä? Ich rede doch nicht von den Hilottel, sondern von den Vögeln! Ja, aber du sagst nur Menschen dürfen öffnen, keine anderen Spezies. Hä? Mein Gott, Alter. Ich glaub, du hast es nicht kapiert. Ist in Ordnung. Oh. Aua. Lass mich in Ruhe. Da ist eine Kiste. Hör auf, mich zu schlagen. Hast eine Kiste gefunden? Bin jetzt gerade. Naja. Da. Was ist denn das für jetzt für eine Verarsche? Da ist ja nicht mal ein Item von dem Loot Table drin. Naja, null muss eben reichen manchmal. Nein. Diese Viecher aufhören, mich die ganze Zeit zu bringen. Warum müsste er mir so hart verfolgen? Oh, okay. Na gut, dann brauche ich das Schiff nicht, wenn er da schon wieder Land kommt. Ah, Land in Sicht. Also, ich hatte jetzt einen Ozean komplett ohne Kiste. Und der hier sieht gerade auch nicht sehr gut aus. Ich habe hier nur eine Kiste, auch wenn es jetzt eine Waffenkiste ist, aber wer weiß. Ein Fancy Hat. Okay. Mein Gott, hä? Ich verstehe nicht, warum ich auch mal wieder Schaden erlitten habe. Jetzt, wenn ich den Gegner nicht umgebracht habe.
Jetzt lasst mich doch in Ruhe. Spiel, das, hör auf zu hängen, wenn ich X drücke. Das muss ich machen, sonst weiß ich nicht, welche Items ich wegstecken darf und welche nicht. Kiste mit. So. Komische Schnecken. Hast du die jetzt eigentlich schon gefangen? Ich glaube, beim letzten Mal hast du die ja noch nicht gehabt. Ah, warte mal. Das ist das Einzige, was ich nicht gefangen habe. Ich habe fünf. Oh mein Gott, stimmt. Ich habe sie schon wieder vergessen gehabt. Ja, danke für die Erinnerung. Ich gönne mir gleich eine. Snagler added to Pets Collection. Deine Schale ist unmöglich zu durchdringen, was ihn zu einem komplizierten Gegner macht. Okay, wir müssen die Piraten nicht umbringen. Gut, das freut mich für sie. Ja, da war ein Piratenfass in der Kiste und das ist das Rückenpiece. Das hätten sie uns nie verzeiht, verziehen. Ah, eine Waffenkiste. Auch wenn ich schon auch gerne mal das Set gerne hätte, was ich eigentlich suche, aber naja. Ja, das geht mir auch so. Aber es gibt ja kaum Kisten auf diesen. Ja, das stimmt wohl. Die sind doch sehr kistenleer. Sehr kistenarm. Komische Landhaie. Die einen angreifen. Ich dachte, Landhaie sind lieb. Warum sollten sie? Ja, weil die süß sind. Warte mal, das zählt als Bett? Cool. Erstmal Dong. Komische Schnecken. Okay, die, in den Kisten kann es auch drin sein. Da ist jetzt wieder die Blumenkette. Leider habe ich die schon. Wenn ich dann nur ein Piece kriegen könnte, was ich noch nicht habe. Scheiße, Mann, das ist mein Mech. Das wird nichts. Nicht so schnell jedenfalls. Zu wenig Kisten in diesem Kack-Ozean, ey. Das ist doch echt ein bisschen nervig. Kisten sind hier wohl eine Rarität. Eine Insel. Ja, so ein komisches Becken.
Bein. Spiel laggt ein bisschen. Wahrscheinlich generieren. Tut mir leid. Ja, wir generieren wahrscheinlich einiges an Terrain. Ich meine, ich nicht, ich bin in deiner Raumstation, aber. Was machst du in meiner Raumstation? Bäume fällen. Oh, ja, okay, von mir aus. Ist gestartet. Pflanz dir aber wieder nach. Habe ich gerade und ich habe 45 Geoden rausbekommen. Ich denke, das ist okay. Ja, immer mehr Geoden. Das sollte das Ziel sein. Ich muss essen gehen. Du musst. Was soll das denn bedeuten? Hallo? Normalerweise kriegst du Essen. Oder holst es ab. Mit der Familie essen. Wer macht das denn schon? Bis später, Chat.
Was, du bist stumm geschalten? Ich dachte, du unterhältst die Zuschauer. Ah, du bist wieder da. Ich hab da was für dich. Warte, bin ich verhungert? Ja, aber nur einmal. Also Buccaneer-Code brauchst du nicht, richtig? Hawaii. Hawaii habe ich nicht. Hä, hey, Buccaneer-Code? Warst du im Untergrund oder was? Nein. Ah, die ist aber eigentlich nicht auf dem Surface. A Whaleskin Pirate Code. Was? Bei einer Waffenkiste oder so. Hä, was für Pirate Code? Das steht da, Mann. Ist das Brust oder was ist das? Buccaneer Brust. Richtig. Yep. Code. Buccaneer Code, die ist aber im Ozeanflor eigentlich. Okay. Dann ist das nicht die. Ich dachte, wir suchen einen Bär. Und die sollten wir eigentlich. Was? Was? Bitte was? Ich hab dir von dem Bär wohl erzählt, ja, aber das ist nicht das, was wir suchen, weil das ist die Piratenrüstung und eigentlich suchen wir nicht die Piratenrüstung, sondern die Hawaii-Rüstung. Ist das die Piraten? Okay. Piraten sind Bärs. Meinetwegen. Ja, weil es der Rücken ist. Hey, warte, warum bin ich bei dir? Ich wollte eigentlich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Warum bist du her? Naja, egal. Du kannst den Ozean hier. Na, nee, ich glaube, bei dem war ich fertig. Ich brauch den. Gut. Hawaii war es also. Und du sagst, die Kette hatten wir schon? Die Blumen, sozusagen? Naja. Hier, hier, hier steht Buccaneer-Rüstung. Oh. Komplett fertig. Ah. Na gut. Ja. Hawaii. Hawaii. Skirt. Rock. Genau. Und okay. Die Chest, die eigentlich nur zwei Kokosnüsse sind. Also. Und da wir Buccaneer haben, brauche ich kein Piratenschiff töten. Von dem Holzluftschiff. Und Hawaii gibt es. Nein! Buccaneer und Pirat sind zwei verschiedene. Ach so, das also doch. Buccaneer ist Untergrund. Ich weiß nicht, warum du das oben findest. Das ist unten. Ja, ich hab's ja auch nicht. Aber na gut. Nee, ich hab's verwechselt. Okay. Wir brauchen Hawaii. Hawaii. Ja, das habe ich leider nicht, sorry. Nervig. Ja, macht mir einfach die Tür von meiner Nase zu. Also manchmal weiß ich auch nicht bei denen. Weißt du, was jetzt das größte Problem ist? Ich weiß ja nicht, wo ich an dem Planeten jetzt aufgehört habe. Zu erkunden. Du bist, als du gegangen bist, warst du schon auf deinem Schiff. Also hast du den Planeten ja freiwillig verlassen. Alter, denk doch einfach mal ein bisschen nach. Glaubst du, hättest du einfach fünf Blöcke gesetzt, dann wüsstest du es jetzt. Ja, gut, das stimmt. Aber da Edgar nicht instant runtergegangen ist und die Tür offen gelassen hat, wollte ich jetzt hier nicht noch weiter sitzen. Na gut. Okay. Ja, käme ich mir komisch vor. Ich setze jetzt erstmal ein Ei aus. Na, mein Gott. Ich habe nämlich genug Karten gehabt fürs nächste. Was? Karten? Ja, für die Kartenfarm. Ach so. Diese Retro. Karten.
Jetzt. Okay. Setzt er sich immer vorne dran, aber da kann er doch nicht fahren. Weißt du eigentlich, dass Boote in Minecraft jetzt zwei Stühle haben? Nein. Ja, passen jetzt zwei Leute rein. Ansonsten wird es auch nicht so viel Sinn machen, dass man mit hohem Boot sich noch einsetzen kann. Das wäre dann weniger sinnvoll. Aber sie sind geschlüpft. Müssen sie noch groß werden. Achso. Hast du mehr von den Viechern gekauft? Ja, habe ich das nicht erwähnt. Sind dir nicht genug? Halbe Minute. Definitiv nicht. Wer weiß, wie viele Karten wir brauchen. Ja, mein Gott, Alter, schau doch in die Truhe! Da siehst ja, was noch fehlt. Ja, einiges. Warum laufen mir eigentlich so viele Viecher immer hinterher? Ah, unter Wasser kommen sie aber nicht. Interessant zu wissen. Aber sind beide Türen offen. Da war ich hier wahrscheinlich schon. So. Ah, setzen wir uns hier hin. Hast du noch viel gemacht, als ich nicht mehr da war? Nee. Oh, du bist ja einer. Hast du Mystery Cards oder öffnest du die immer gleich? Ich habe zwei gerade im Inventar. Also öffnest du sie immer gleich. Ich wollte nur wissen, ja, ob du auf dem Schiff die irgendwo lagerst. Ich habe extra Truhe dafür. Okay. Ich meine, warum sollte ich? Ich habe ja die Truhe mit den Karten und dann kann ich die ja immer gleich reintun. Das ist ja. Ich glaube nicht, dass ich ein Stack von einer gewissen Kartenart voll kriege, bevor. Bevor wir alle haben, das wäre sehr krass. Und einmal bitte Mech. Deploy my Mech. Viecher erinnern mich an. Ah, okay. Weiß nicht, wo der herkam, aber der hat mich geschlagen. Ark. Was? Du hast Ark doch noch nie in deinem Leben gespielt. Hä, was willst du jetzt auf einmal mit Ark? Ja, du hast gesagt, sie erinnert dich an Ark. Ich verstehe. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich habe den Satz nicht vollendet, weil Spiel gelaggt hat. Genau. Ja, deine Aussprache laggt dann mit dem Spiel zusammen. Nein. Denk doch einfach ein bisschen nach, dass ich dann vielleicht dann nochmal weiter rede, verstehst du? Ach so. Ja, eine Pflanze aufpflanzen gegen Zombies, daran erinnern die mich. Ach so. Ey, ich glaube, ich bin schneller
als du mit dem Boot. Und das nur doch hüpfen und dashen. Das soll ich dich jetzt schlagen oder was? Was laberst du? War das Boot schon mal schneller in der Vergangenheit? Du, ich kann gar nicht schneller. Ich kann gar nicht dashen. Das Spiel laggt zu sehr. Er erkennt meine Doppelklicks nicht. Es tut mir leid. Ich generiere gerade nichts, also an mir liegt's nicht. Warum sagst du, dass du schneller bist als ich, wenn du gerade nicht erkundest? Dann kannst du das doch gar nicht in Relation sehen. Es, ja, reicht ja nicht, dass ich die letzten Stunde seit Streambeginn 3 Ozeane überquert habe. Ja, ich kann das vergleichen zu können, wenn ich dann zu dir rüberkomme. Ja, naja, bin mir nicht sicher, ob deine Erinnerung wirklich akkurat ist. Ich besuche dich später. Kannst du ein Wettrennen machen. So, nehmen wir das dahin. Hallo NPCs, habt ihr keine Truhen für mich? Ein paar Truhen, wäre das nicht schön? Ab wann gibt das Ding als ganz kaputt? Kann es sein, dass es doch langsamer wird? Ja, das habe ich auch das Gefühl, deswegen will ich es gerne reparieren, bevor es ganz kaputt ist. Ja, dann geh halt zur Arche und schau nach. Du brauchst Autochips. Aber die verkaufen sie auch. Also, Autochips. Ich habe meine Fahrzeuge bisher auch noch nicht repariert. Aber ich glaube, ich komme. Ich muss erst noch den Planeten umrunden, sonst weiß ich ja nicht, welche war. Ja, klingt sinnvoll, oder du setzt eine Flagge. Nein. Ich habe nicht meine dabei. Ich habe 9 Stück dabei, er hat keine dabei, okay. Akzeptiert. Ja, soll ich Flaggen setzen oder wie? Wer bin ich denn? Die Amerikaner auf dem Mond? Ja. Da ist eine Truhe. Eine Truhe. Ein Gegner, der in mich reinspringt. Eine Truhe. Heil dich. Mit nix. Mann. Na gut, die Wasserballons waren drin. Mein Gott, Alter, denk doch einfach nach, was ich mit nix meine. Ach so. Die Wasserballons waren drin, also es war schon was drin, was von dem Itempool ist, aber halt nichts, was ich brauche. Cool, bin genau auf dem Gegner gelandet. Okay, ich habe meine Niedrigschwerkraftsäfte jetzt ausgetrunken, alle. Hä? Warum hat das so viel länger gedauert?
Aber das ist ja schon krass. Das Ding ist ja nicht mal mehr ganz oben. Ja, jetzt sieht's echt witzig aus. Unter dem Meer, da gibt's keinen Verkehr. Hä? Warte, warum hast du versucht, jemanden zu raiden? Habe ich gar nicht, kann Vor ich ja allem, wie gar soll denn nicht. das funktionieren, wenn ich den Livestream nicht beende? Das geht ja dann gar nicht. Bist du sicher? Ja, würde mich sehr wundern. Ich könnte schwören, dass das funktioniert. Wie willst du einen Raid machen? Der Stream musste dafür ausgehen. Ja, aber ich könnte schwören, ich war schon mal in einem Wort, wo jemand geredet hat und dann 2 Minuten später erst seinen Stream beendet hat. Und hat dann in den letzten 2 Minuten den anderen Streamer reden hören. Und der Chat war leer, weil halt alle drüben waren. Dann hat der Typ den anderen Streamer gestreamt oder so, weil sonst passiert das eigentlich nicht. Nee, es war halt einfach der PC-Sound. Ich meine, like, es ist ja nicht wirklich möglich, dass Twitch beide Streams anzeigt. Also, und ich würde davon ausgehen, wenn der Stream noch läuft, dann wird er auch noch angezeigt. Vielleicht gibt man den Wait Command schon ein paar Minuten, bevor man dann wirklich ausschaltet. Ich habe keine Ahnung. Mit dem U-Boot unterwegs. Warum muss es immer regnen auf diesem Planeten? Das ist echt nicht so gut für die Frame Rate. Eine Kiste. Gegner. Gegner. Gegner, 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 die nicht sterben wollen. Gegner, Gegners. Explodiert einfach. Und wieder gar nichts. Oh, gerade. Zwei, drei. Oh, okay, da ist schon die Insel. Eine Insel. Eine kleine Insel. Ah, dahinter kommt auch noch eine. Oh, da steht mein Roboter. Okay. Vor allem, weißt du, was toll ist an dem Boot? Es kann in Lava schwimmen. Das kann ich nicht. Ja, und du auch nicht. Warte, was hast du gesagt? Du hast gesagt, du sollst irgendwelche Chips mitnehmen, oder? Outer Chips. Das Haben müsste dann die jetzt Teile ein was helfen. Crafting-Rezept? Scheiße, ich kann hier ja nicht schreiben, was ein bisschen blöd ist. Hast du eine Ahnung, wie die ausschauen? Boah. Ja. Oder sind die craftbar? Wie genau sind die? Kaufbar sind sie, glaube ich, nur. Nicht craftbar. Da ist ein bisschen grün, ein bisschen grau. USB-Stick-mäßig, keine Ahnung. USB-Stick-mäßig, für was? Dann habe ich wohl keine. Hier schaut nichts so aus, als wäre es ein USB-Stick. Du empfiehlst mir, ein bisschen Geld mitzunehmen. Ist der Telestopp näher dran? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, ist er. Okay, also ist es schon der Typ hier, denke ich mal. Er oder das Gerät neben ihm, ich weiß nicht genau. Er verkauft Auto-Chips.
Ja, warte, das hier kann man nicht benutzen. Du? Ah ja. Ist das ein grüner Bot? Ja. Es ist ein grünes Boot. Kein Bot. okay. Und wie funktioniert es? Wie viel braucht man dann? 1 von 5, okay. Dann brauche ich noch ein paar mehr. Die sind gar nicht so teuer, sind ja nur 100 jeweils. Reparieren. Aber da sieht man eine Leiste. Warum sieht man denn nicht auch einfach am Boot eine Leiste? Wenn man das ein bisschen mehr weiß. Du siehst es doch visuell sowieso. Ja, aber das sagt mir aber nicht, wie kaputt es ist. Na so, ja, irgendwann fehlt Segel und irgendwann schwimmt es unter Wasser und da reicht dir das echt nicht. Nein, das sagt mir nicht, wie kaputt es ist. Ja, ist so. So, stecken wir das Geld weg. Ah, bin jetzt fertig mit dem Planeten. Auf zum nächsten. Auch wenn es ein bisschen ermüdend ist, dass es so erfolglos ist. Hallo, Ozeanien. Wo ist Ozeanien? Das ist Arktik. Die sind zugefrorene Ozeane, die will ich nicht. Welche, die nicht zugefroren sind. Da ist einer. Auf in den Orbit des Planetenorbits und dann in den Orbit des Planeten, oder wie erklärt man das, dass da zwei Orbits sind? Und ist das andere? Ja, nee, es ist ja nicht wirklich. Ich meine, es ist der Orbit, auf dem der Mond sich bewegt, aber ist nicht wirklich der Mondorbit in dem Sinne. Das war der falsche Button. Warum drücke ich immer die falschen Buttons? Suchst du auch noch nach Planeten, oder? Im Moment nicht. Was machst du denn dann? Später wieder. Okay. Versuche hier ein Duell zu gewinnen, Mann. Hä? Der spielt ja einfach Yu-Gi-Oh! So, Schiff. Upsala, das war ein bisschen zu nah an Land. So, jetzt. Los, Schiff, bringe mich zum Sieg. Ich brauche viele Kisten. Ja, viele. 50 Stacks an Kisten. Okay, eine Erzbombe. Das jetzt dem Schiff Schaden gemacht? Keine Ahnung. Es schaut aber nicht anders aus. Aua. Warum springen die mir eigentlich immer ins Gesicht? Springt denen doch auch nichts ins Gesicht. Warum wohnt hier keiner? Hat er wer umgebracht?
Da ist schon jemand drin, hinter dir. Was, da war wer drin? Ja. Ich habe nichts erkannt. Ja, aber das war bei allen anderen Häusern bisher auch so. Hinter diesem Pavillon versteckt. Man kann sich selbst auch dahinter stellen. Was? Versteckt? Ich habe noch nicht einmal gesehen, dass sich da wer versteckt hat. Gewöhnlich sehe ich Leute, wenn ich zur Insel gehe. Wow, dass der mich erwischt hat. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Ihr Gegner. Eine Kiste. Okay. Nix. Ich mein Gott, Mann, ich weiß, dass ihr Kisten sogar das Zeug haben könnt. Gibt's mir doch einfach. Ah, also müssen wir eine andere Kiste haben. Das ist jetzt keine Holzkiste, sondern eine Wissenschaftlerkiste. Warum kriege ich wieder Piraten? Auf der Wiki steht doch nichts von Raritäten. Mann, ist das nicht einfach alles gleich rar? Scheinbar ja nicht. Was meinst du, wie lange sollen wir versuchen, bis wir vielleicht zum was anderem gehen? Bis du 1,5 Stunden gestreamt hast. Naja, du kannst jederzeit nach dem Planeten entscheiden, dass du erst was anderes machst. Also, ändert nichts daran, dass du es ja dann irgendwann anders holen willst. Okay, jetzt sieht das Boot schon etwas schneller aus. Ich glaube trotzdem, dass ich schneller dashen kann. Jetzt ist mal wieder so ein scheiß Viech drauf gesprungen. Die machen an dem Teil Schaden, in den sie drauf springen. Da war nichts drin. Das schwarze Magierdeck ist auch nicht übel. Habe ich man alle Karten hat. Habe ich noch nicht gespielt. Der hat jetzt dunkler magischer Kreis. Und dann geht es ins Rollen. Er hat halt keine Chance gegen meinen Zwillingsausbruchdrachen. Das ist so witzig. Ich liebe den. Keine Ahnung, was spielst du? Ja, blauäugig. Zwillingsausbruchdrachen. Was? Ja, den kannst du einfach ohne Fusionskarte fusionieren. Du brauchst nur 2 Blauaugen auf dem Feld. Das ist halt sehr angenehm. Ach so. Deswegen habe ich den so oft. Hä, das habe ich aber irgendwie nicht so oft hinbekommen, dass ich der machen wollte. Das heißt wollen. Das extra Deck leuchtet und er ist der einzige, den ich benutze. Ja, genau, und das ist nicht so oft passiert. Okay, bisher fast jedem Duell. Du konntest in jedem Duell immer 2 Blauäugigen beschwören. Also das erste Mal, als ich ihn beschworen habe, da habe ich einen Blauaugen gehabt und meinem Gegner mit Wiedergeburt einen Blauaugen aus dem Friedhof geholt. Also. Einfach nur als Gag eigentlich und auf einmal... Aber wenn ich 2 Blauäugige habe, dann ist einer davon eigentlich der Jet, der glaube ich nicht als Blauäugige erzählt. Ja, ich habe jetzt in dem Duell gerade den Alternativen benutzt. Ja, also das erste Mal, als es mir passiert ist, hatte mein Gegner diesen blauen Max-Drachen. Und ich hatte keine Chance mehr, ihn zu besiegen. Also habe ich gedacht, okay, dann crashe ich jetzt mit dem Blauaugen rein. Und ich beschwöre seine Blauaugen mit meiner Wiedergeburt. Dann kommt wenigstens meine Zauberkartenquest durch. Und dann hatte ich 2 Blauaugen da und auf einmal leuchtet mein Extra-Deck. Und dann war diese Karte mein absolutes Out. Weil, wenn du deinen Gegner angreifst und er steht danach noch, kannst du ihn verbannen. Und dann war sein 4000 ATK-Monster weg. Und deswegen mag ich den jetzt. Ja, ja. Vielen Dank. Welcome to my TED Talk. Sure. Keine Ahnung. Aber was genau braucht denn der? 2 Blauaugen. Ach so, wirklich 2 Blauäugige. Also Alternative würde jetzt nicht gehen, wenn er in der Hand wäre, weil er da echt Blauauge heißt, oder? Die müssten sowieso auf dem Feld sein. Ja, aber ich meine jetzt, wenn du Fusion benutzt, weil dann würde das ja dann nicht... Also... Ja, dann ich hatte schon mal eine Hand mit 2 Alternativen auf der Hand und eine Fusion und ich konnte nichts mit der Hand machen. Das ist gemein. Das passiert aber... Das kann aber öfter passieren, wenn du einfach keinen... Weil da halt so viele starke Monster drin sind, die aber nicht wirklich leicht zu beschwören sind.
Vor allem, wenn du keine normalen Blauen ziehst oder diese eine Karte, die dir das erlaubt. In dem Extra-Deck ist ja dieser ultimative blauäugige Drache, der mit den drei Köpfen drin. Von dem gibt es ja scheinbar noch eine zweite Version, ebenfalls im Extra-Deck. Ja, es gibt eine alternative Version, aber die ist, glaube ich, nicht drin, oder? Doch, ist sie. Und deswegen frage ich, wofür braucht man jetzt die alte Karte, die keinen Effekt hat, wenn es jetzt eine neue Karte mit Effekt gibt? Hat die neue Karte nicht zumindest weniger ATK, oder? Nein, sie ist gleich stark. Und in den Fusionsbedingungen sehe ich keinen Unterschied. Und jetzt der Witz. Ich habe nämlich gestern ein Duell gehabt, wo jemand die alte Version beschworen hat, statt die neue. Und ich habe mich gefragt, warum macht er das? Vielleicht, wenn die Bedingung identisch ist. Er aus irgendeinem Grund einen Normalmonster beschwören? Weil das wäre so der einzige Unterschied zwischen denen. Ich meine, er hat danach verloren. Insofern weiß ich nicht genau, was sein Endgame war. Aber die andere Karte hätte vielleicht geholfen. Ich weiß es nicht. Ich muss mich mal eben heilen. Ich dachte, ich schaffe den Planeten noch, bevor ich anfange zu verhungern, aber irgendwie war es dann doch nicht so. Jetzt habe ich einfach alles gefressen, was ich noch im Inventar hatte. Und das war rohes Fleisch. Ja, das tut weh. Ja, besser als zu verhungern. Das tat wirklich sehr weh. Wo? Mein Kopf, wo ist denn das? Bin wieder blind. Da. Braucht doch mein Schiff. Du willst wieder Titel grinden. Was ist dein Problem? Ach so, den da. Ja, ich bin doch schon voll weit. 11.000 Punkte. Ey, ich hätte es heute fertig gemacht, wenn du nicht mich zum Starmon spielen gebracht hättest. Okay, das heißt, ich muss dich jetzt noch 5 Tage ablenken, damit du es nicht schaffst. Hey, sei nicht gemein zu mir. Ich muss noch einen zweiten Titel bekommen. Noch einen zweiten? Ja, das andere Event geht aber doch 2 Tage länger. Ja, trotzdem. Ich hatte nicht da agiert. Ja, du dachtest irgendwie, es wäre andersrum, was komisch wäre. Also. Ozeanien, Ozeanien. Ja, wenn du Zeit und Lust hast oder eine Unterbrechung machen möchtest, kannst du ja die Tiere versorgen und die Bäume fällen. Oh, der hat 2. Gehen wir da hin. In den Hyperdrive. Oder so. Also, gehen wir zu den da, Nummer 4. Und dann gehen wir zu Nummer 5. So. So. Oh mein Gott, ich bin dumm. Oh, warte, aber ich muss das Ding vorher mitnehmen, ansonsten geht's ja. Ansonsten bleibt's hier und es will er nicht. Ich habe nichts zu essen mitgenommen. So. Schaut zu meinen Eiern aus. Essen wir die mal. So. Dann, jetzt sind die Eier erledigt. Ja, komm, nehmen wir ein bisschen Milch mit. Gut für die Knochen.
Okay, jetzt sehen wir es gleich. Ich habe zwei Blauaugen und ich habe Poli. Let's go. Was? Den habe ich aus. Ich hoffe, ich habe noch andere Auswahlmöglichkeiten. Zwei normale oder was? Ich habe den Zwillingsausbruchdrachen und ich kann auch einen Drachentyrann machen. Bleibt von Fallenkarten und Effekten unberührt. Oh. 3400 ATK, oh, der ist das. Ja, der andere, der hätte halt zwei Angriffe. Was auch geil ist, aber ich mach mal den. An die ATK muss der erstmal vorbeikommen. Außerdem kann ich da einen Stein der Uralten benutzen. Was gut ist. Der Stein der Uralten. Damit kannst du ja auch sinken. Auch wenn das irgendwie nicht so oft passiert. Aber du hast recht, das ist ja ein Empfänger. Ja, genau. Ich habe nur 9 Sterne Sync hier. Also. Naja, die sind ja alle Stufe 8, die weißen Drachen eigentlich. So, Einigkeit so. Macht stark, verbanne eine Karte des Gegners. Vom Feld? Wie asozial ist das denn? Ich verbanne sein Fusionsmonster. Seine Falle schützt doch nur vor... Ah, er kann sich vor Zaubereffekten beschützen mit dem Schnelleffekt. Ja, es ist ein Mutant-Deck, kenne ich gar nicht. Ah, interessant. Eins von den Spielfeldern ist Mutant. Weiß nicht, ob das jetzt auch benutzt hat, aber... Ja, er hat auch ein Mutant-Spiel. Ah, okay. Verbanne ist. Okay, dann greifen wir mal an. Den zweiten Stein spiele ich in Angriffsposition. Och, warte mal, mein Fusionsmonster ist ja... Ich könnte also Geisterdrache holen, aber der ist Schwäche. Okay, und sein Effekt? Habe ich jetzt nicht gelesen, ist doch egal. Nein! Effekte sind heutzutage das Allerwichtigste in Yu-Gi-Oh! Ein Spieler kann zwei oder mehr Monster gleichzeitig spezialbeschwören. Okay, das war alles. Ja, da steht noch Zeug. Der darf nochmal angreifen. Weil ich dachte, es gab einen Blauigen, der irgendwie zwei Schnelleffekte hat oder so. Ja, das sind zwei Schnelleffekte, ja. Aber die lese ich jetzt nicht, weil ich ihn eh nicht spielen will. Das eine war, glaube ich, Negation von Karten, die im Friedhof aktiviert werden. Klingt. Und das andere bin ich mir gerade nicht sicher. Spezialbeschwören aus dem Deck. Moment. Da muss ich jetzt den Abgrunddrachen nehmen. Ich lerne nämlich dazu. Ja, genau. Das andere war, dass es sich quasi opfern kann, um, glaube ich, das andere Synchromonster zu holen. Und dann hole ich Chaosform. Und dann kann ich mir jetzt den Max-Drachen holen. Easy peasy. Chaos Max. Ja, ich habe es vorhin falsch gemacht, weil ich nicht realisiert habe, dass der blauäugige Abgrunddrache ja zwei Effekte hat und ich die Ritualzauberkarte und das Monster bekommen kann. Aber jetzt habe ich beides da. Und noch einen blauäugigen weißen Drachen auf der Hand. Ich bin mir unsicher, wer der Abgrunddrache ist. Er sieht nett aus. Er hat 4 Flügel. Oder zumindest sieht es danach aus. Und hat nur 2500 ATK, was schwach ist. Mein Gegner ist in der kompletten Defensive. Wird er es schaffen, gegen das Leideck anzukommen? Autsch! Er hat gerade 2400 Damage gefressen. Aha. Weil so viel ATK hat das Monster, das er gerade gespecialt hat. Hast du schon mal 8000 Damage mit einem Angriff gemacht? Mit einem einzigen? Nein, ich habe kein Deck, wo sowas möglich wäre. Okay. Das ist nämlich eine Lebenszeit-Herausforderung. Oh. Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Galaxieaugen haben mir mal 16000 gemacht. Weil es ja auch noch verdoppelt wurde durch irgendeinen Effekt. Ja. Ja, ist mir irgendwie zufällig passiert. Theoretisch kannst du mit Chaos Max 8000 machen, wenn du ein Monster in Death angreifst, das 0 Death hast. Mit 0 Death, ja. Ja, genau. Hat er gerade leider keins. Oder... Warte, Chaos... Ring der Zerstörung, geht ne? Das dann? Du hast einen Blauaugen, den du vom Friedhof verbannen kannst und dann kriegt jeder... Ich glaube, jeder Drache 1000 ATK. Ich glaube, es waren nicht nur Blauäugige. Damit geht es dann vielleicht ein bisschen einfacher. Oder hättest du 10000 Angriff. In dem Falle. Jetzt
fusioniert der in meinem Zug? Was soll das? Ah ja, natürlich. Ich höre auch immer gerne Karten im gegnerischen Zug. Ich will doch meinen Max dachten. Der ist so immun gegen Zerstörung. Ich wäre einfach Ritter im gegnerischen Zug. Wegen dieser komischen Karte. Wilder Joker. Nimm eine Zauberkarte, die alle drei Ritter sagen, von deinem Deck, schmeiß sie auf den Friedhof und dann hat die Falle diesen Effekt. Also von der Zauberkarte quasi. Er hat auf einmal ein Fusionsmonster mit mehr ATK als mein Fusionsmonster und er hat Chaosform. Leider habe ich nur ein einziges Target dafür, was mich so schade ist. Jetzt verliere ich wohl. Ja, das ist echt voll stark. Friedhofseffekt, annulliere Schnelleffekt. Ich höre ein Lichtdrachen-Synchro-Monster aus dem extra Deck. Die Verteidigungsposition. Sollen wir damit dann den Anlauf holen? Jetzt habe ich schon wieder ein Fass. Was soll denn das? Warum gibst du mir nicht das, was ich suche? Ist die Wiki falsch oder was? Aber kann eigentlich nicht sein. Die Blumenkette ist ja hier. Die habe ich ja hier schon mal gefunden. Aber auch nicht wirklich oft. Ist alles so mega selten. Ich hatte das Gefühl, dass diese Chats von einem anderen Mod gar nicht wirklich beeinflusst werden. Woanders kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass da so wenig drin ist. Ich mache nur 700 Schaden. Der Typ überlebt es. Über dem Meer, da wird gesegelt. Am Segeln, am Segeln. Segeln, am Segel. Der hat noch 300 Lebenspunkte und jetzt ist sein Monster stärker als mein Monster. Das nervt schon ein bisschen. Also der Ozeanplanet war wieder eine Niete. Okay. Dann gehen wir zum nächsten, der in diesem Sonnensystem ist. Was so merkwürdig. Können nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Ah. Man kann mit dem einen Synchromonster den anderen holen und dann wird der nicht durch den Effekt des ersteren zerstört, weil er der immun ist. Aber er ist trotzdem zu schwach, das hilft mir also nicht. Er würde den Angriff nicht überleben. Das kotzt mich echt an. Gehen wir mal in die andere Richtung, da ist sofort eine Kiste. Bitte habe einfach eins der beiden Teile, die mir fehlen. Ach. Wäre das nicht schön, Mr. Kiste? Gar nichts. Danke. Weißt, jetzt habe ich Ring der Zerstörung und kann es nicht benutzen, weil er fast kein LP mehr hat. Wie gemein. Ja, so ist das. Leider, leider. Ich finde, der Nerf war nicht nötig, den sie da gemacht haben, aber naja, was soll man machen? Werden sie ja wahrscheinlich nicht wieder Erratern und stärker machen. Ultimative Kreatur der Zerstörung. Auch wenn sie das mal mit dem Zerstörungsvirus machen könnten, weil der ist so viel schwächer jetzt. Und teilweise gibt es Retrain, die stärker sind. Also wo man sich so denkt, ja, hätte für Karl vielleicht einfach nicht schwächer machen sollen, ja. Weil die ist ja heutzutage sogar so, dass es dem Gegner hilft. Weil anstatt, dass die nächsten drei Karten, die der Gegner zieht, auf den Friedhof gehen, darf der Gegner einfach drei Karten millen, wenn er will. Wo ich mir so denke, ja, das hilft denen nur. Der mildt das, was ihm hilft und nicht das, was ihm nicht hilft.
Zuerst mal ein bisschen Milch trinken. Oh, okay, kann ich nicht. Ich verliere jetzt noch, weil ich nicht mehr an dem Kackmonster vorbeikomme. Was zur Hölle? Ich brauche einen Blauaugen. Ah ja. Und er hat meinen weißen Stein der Walten annulliert, also. Das Problem kenne ich. Der Chat ist aber ganz gut. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt einen Blauaugen, einen Drachengeist, einen Abgrunddrachen und einen Maxdrachen. Weil den kann man ja beschwören, sobald ein Kampf entsteht mit dem Blauaugen, wenn ich mir jetzt richtig entsinne. Und der kann, der gibt ja Karte auf die Hand zurück am Start der Damage Step oder sowas, ja auch nicht schlecht ist. Also es ist jetzt GG, der darf jetzt direkt angreifen. Das ist echt ein bisschen dumm gelaufen. Ah, nehmen wir das da mit. Springen wir ein bisschen hoch und hier ein bisschen hoch. Ja, einen Angriff von seinem Monster halte ich noch aus. Okay. Weil ich habe 4000 und er hat 3900 ATK. Okay. Ja, das hilft mir jetzt nicht so viel, ich weiß. Oh. Das könnte funktionieren. Nee, der nimmt nur den normalen, nicht den alternativen, schade. Egal. Ich werf den aus dem Deck ab. Macht das Schaden? Als ob wir das jetzt annullieren. Alles wird annulliert. Ja, die Frage ist, ob er jetzt mein Monster aus der Hand verbannt. Ja, tut er, scheiße. Ja, okay, jetzt ist GG. Wenn ich nur die falschen Drachen ziehe. Ja, das kenne ich. Da ist auch ein Blauauge drin, bei dem ich nicht weiß, wie man den überhaupt beschwören soll. Ich fühle mich so verarscht, jetzt verliere ich. Einfach so. Au, scheiße. Ich muss nochmal runter. Ich kann das Schiff nicht übrig, nicht da liegen lassen. Das finde ich nie wieder. Ja. Er hat es wegfusioniert zu einem Monster, das schwächer ist. Okay. Zerstöre eine Karte auf dem Spielfeld, auch euer dringender Zerstörung. Habe ich einen Zug noch. Ey, wenn ich jetzt Fusion ziehe, ich muss so viel Auswahl haben, das ist unglaublich. Okay, wenn das so ist. Außerdem hat er jetzt das Fusionsmonster, das nicht annullieren kann. Ich habe Kale des Kritias gezogen. Und er hat dringender Zerstörung okay, damit zerstört. Du was oh mein in... Gott. Okay. Ich kann ja nichts damit fusionieren jetzt. Wie, du großartig. Du kannst mit Kritias nichts fusionieren? Ich kann jetzt Kale des Kritias setzen, schön. Der fusioniert, ja, der fusioniert nur mit Fallen, das ist so die Sache. Ansonsten... Ah ne, warte, ne, was macht der wieder irgendeinen Scheiß? Jetzt bin ich wieder so lange in einem Duell, dass ich nur noch genervt bin. Dip. Jetzt tauntet er mich auch noch, indem ein Monster mit 0 Def spielt. Ey, ich schwöre, wenn ich... Oh mein Gott. Okay. Ich hab nichts, was ich... Ich hab 5 8-Sterne-Monster auf der Hand. Ja, das Gefühl kenne ich. Das hat man mit dem Deck öfters mal. Wie oft hast du das denn gespielt? Das ist ungefähr mein 8. Duell auf 2. Wie oft habe ich das gespielt? Ich habe das so lange gespielt, dass ich bei um die 3000 war. Dann habe ich zum nächsten Deck geswitcht für die nächsten 3000. Und jetzt bin ich beim letzten Deck für die letzten 3000. Also, das ist nicht ganz akkurat, weil insgesamt sind es ja 11.000, die man erreichen muss. Also, war das nicht exakt 3000, wo ich da aufgehört habe. Ich habe es mir ausgerechnet. Ich habe 11.000 mit 3 geteilt.
Ja, wenn ich alle Decks halt mal probiere. Ja, gibt's hin, so knapp 3700 halt. So, jetzt bin ich Game Over, Gott sei Dank. Heißt, wenn ich aufgeben dürfte, aber nein, dann kriege ich ja nichts. Dann ist es ja so, als hätte ich nie gespielt. Weißt, ich habe nichts dagegen, keine Gems zu bekommen, aber dass die Missionen dann einfach nicht gewertet werden, das ist halt... Ja, man darf halt nicht aufgeben. Und dann bin ich gefangen genommen, 10 Minuten lang, bis der Gegner mich mal fertig macht. Oder bis ich vielleicht doch noch was ziehe, um was tun zu können. Deswegen, das Spiel kam, also manchmal regt sich nur noch auf alles an diesem Spiel. Ich spiel's gerade eigentlich nur, weil du dann noch Starborn streamst. Das ist quasi effizient. Ah ja. Wenn wir vorankommen würden, aber du findest ja nichts, also... Ja, nicht so. Ich kann dir da auch nicht helfen, dass ich nichts finde. Ja, das ist halt so. Dann ist das vielleicht eine Rüstung, die wir anders beschaffen müssen. Wieder. Du suchst Mods ja an. Easy. Ja, Mods. Okay. Klar, das geht natürlich auch, aber das war bislang nicht sehr effektiv. Das Azur im Elfenbein. Was? Elfenbeinküste? Wahrscheinlich. Das ist dazu im Elfenbein. Und da nur wieder Masterpack. Okay, 4 von den US muss ich also sowieso craften. Weil sie nirgendwo anders drin sind. Okay, die ist wieder im Azur im Elfenbein. Die auch. Der ist nur ein Legacy. Toll. Azur im Elfenbein. Okay, die Synchros. Auch bei dem Azur am Elfenbein. Okay. Das heißt, es würde mich am Ende nur noch Minimum 120 UR kosten, dieses Drachendeck zu machen. Wenn ich alle anderen UR ziehe. Okay. Was soll das bedeuten? Ja, habe ich den Sound nicht gut nachgemacht. Ich weiß nicht wofür, aber. Hab ich den Sound nicht gut nachgemacht? Mario Kart Rennauto, das driftet? Nein. Hat dann schon mit Starborn zu tun. Nee, verstehe nicht, sorry. Ja, wenn du die Karten öffnest. Das Geräusch war das. Naja, das ist sorry, aber das erkennt kein Mensch. Aber erwartet nicht gut. Nein, kein bisschen. Nicht ansatzweise das gleiche Geräusch. Die nehme ich. Dann die beiden. Was ist denn das? Titanium. Ist das hier auch Titanium? Ja, okay, dann wird das auch zerlegt. Ist hier noch was drin, was ich zerlegen kann? Ja, den Silberbohrer. Ansonsten soweit nichts mehr. Okay. Mein Universal Uncrafter. Uncrafte mal ein bisschen. Ja, warte, ich habe ja nur eine Karte. Die muss noch weg. Gestackt werden. Ah, okay. Stackt sich da jetzt noch was rein? Nein. Gut, dann kann ich die auch abreißen. Okay, stacken wir meine anderen Karten weg. Okay, da war nichts Neues dabei. Aber ich habe wieder aufgeweichtes Papier dabei. Das müssen wir wieder in mein Bücherregal packen. Keine UR. Fuck, ey. Könnte man holen. Level 3 ist das. Oh, grün Level 3 ist voll. Oh, ein Chaos Max Drache. Ein alternativer weißer Drache. Und ein Abwart. Nice. Ja, wir hatten zwei davon. Okay. Ah, weiß Level 3, das ist hier. Ah, Level 3 blau. Der hier auch. Der hier auch. Der auch. Der auch. Diese dumme Zauberkarte. Ah, dann 3 davon auch noch. Okay. Oh, Bingo-Maschine einmal immerhin.
Bingo. Na, immerhin einer habe ich jetzt. Das ist total. Ach so. Ja, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, was ich mit der immer suchen soll. Hä? Ja, dreimal das gleiche Monster. Entweder den normalen oder den alternativen, je nachdem, welche dir gerade fehlt. Was ist, wenn ich keins von beiden habe? Ja, dann hilft dir die. Welchen brauche ich denn dann? Weiß ich dann auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Ich habe den Geisterdrachen bekommen. Das ist der überhaupt in dem Deck? Ja, doch, das ist der andere von den Synchros, die mir fehlen. Nice. Ich brauche trotzdem noch zwei Bingo-Karten. So. Gehen wir zu einem Bingo. Ach so, du öffnest jetzt Packs oder was? Ja. Ja, ich muss erstmal Edelsteine farmen. Erstmal die Edelsteine farmen und dann hoffen, dass ich den endlich kriege, den ich will. Ja, den kann ich dir leider nicht geben, gell. Okay, mir fehlt immer noch Marksdrache. Synchromonster noch einmal. Zweimal die Zauberkarte. Ein alternativer und ein normaler Blauauge. Der normale Blauauge ist da ja nicht einmal drin. Aber der Alternative, der könnte wenigstens noch droppen. Hä? Wie der normale ist da nicht drin? Was ist das für ein Pack? Dazu im Elfenbein. Der normale ist nur im Legacy. Oh. Ja, finde ich jetzt auch lächerlich. Okay, ich kann noch zweimal ziehen, dann bin ich pleite. Gönnen wir uns also kurz. Geheimpacks habe ich jetzt unendlich viele hier. Holy shit. So, okay, hier. Zwei Versuche für einen Alternativen und zwei Bingo-Karten. Und vielleicht noch das Synchromonster, das wäre nice. Okay, Synchromonster habe ich. Und eine Bingo-Karte. Also nur noch eine weitere und ein Max-Drache. Komm schon. Ich hab nochmal das Synchromonster. Okay, schön. Oh mein Gott! Ich hab zwei Alternative und einer war Shiny. Ja. Shiny Alternative. Und die Bingo-Maschine ist auch hier drin. Bingo. Das ist echt ein guter Drop. Beim Drachengeist des Weißen habe ich jetzt 9 Exemplare. Tiefäugiger Dings da 5. Blauäugiger ultimativer Drache, der normale. Ohne Effekt. Ich habe 15. Was mach ich denn damit? Ein Haufen Rare-Material. 15? Schön. Ja, aber er ist halt nur Rare, das ist lächerlich. Dass die Karte mal Rare wird, hätte ich auch nicht gedacht. Da muss doch Kaiba schreien. Ja, nee, der hat doch die Alternativen. Ja, der hat all die anderen Karten. Und die Ritual. Ja. Okay. Mir fehlt jetzt ein Chaos-Max-Drache und dann die 5, die sowieso nicht hier droppen können. Ich bin quasi fertig, ich kann's craften. Der Rest kostet mich jetzt 180 UR. 180 SR. Aber ich denke, damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Bisschen und Milch trinken. Und Rotaugen-Deck mache ich auf meinem anderen Account. Da habe ich nämlich, glaube ich, einen. Und hier habe ich gar nichts. Du hast einfach gar nichts. Ja, von den URs habe ich töricht das Begräbnis Wiedergeburt. Harpien Flederfisch und ich habe eine rotäugige Fusion zufällig auf dem Account, aber das ist nur eine SR. Also, was soll's. Weg mit dem Deck. Ach was, die hatte ich schon. Und Slifer mache ich auch. Ich habe die Blumenkette also schon mindestens dreimal bekommen. Aber Hauptsache kein anderes Piece davon. Das freut mich. Nein, freut mich nicht. Das ist kacke. Ernsthaft, du hast 3 davon? Scheiße. Ja. Kann man nur so viel Pech haben? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vielleicht ist die Wiki irgendwie falsch? Ich weiß es nicht. Ich wurde übrigens von Steam verarscht oder eher von Leuten, die der Meinung waren, dass das so funktioniert. Und zwar, wenn du ein Free-to-Play-Spiel gespielt hast, und nimmst dann die Lizenz wieder raus, weil du kannst ja dann da anklicken, dass man die wieder entfernen soll und dann ist es nicht mehr in deiner Bibliothek. Dann angeblich passt sich dann die Anzahl der Achievements und auch die Quote an. Ich kann beweisen, dass dem nicht so ist. Weil mein Account, auf dem ich jetzt Age of Empires gespielt habe, hat ja nur ein einziges Spiel gespielt mit einem Achievement und 100% Quote dadurch. Und die Age of Empires Achievements sind immer noch da.
obwohl ich es raus deaktiviert habe und da jetzt kaufen steht. Krass. Und das Free Weekend vorbei ist seit einer Stunde. Also zum einen nervt mich, weil ich hier die 100%-Quote verloren habe. Aber naja, so schlimm ist es nicht. Ja, mein Aber Gott. Du kannst es, vielleicht wird es ja wieder free, dann kannst du den Rest machen. Ich habe jetzt eine von den vier Kampagnen durch. Und ich habe geguckt und bei den Achievements war, glaube ich, nichts, was PvP ist. Also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, wenn es nochmal ein Free Weekend gibt. Weil ich die Kampagnen durchaus mag. Und nur für die Kampagnen kaufen ist irgendwie lächerlich, weil die erste Kampagne hat mich jetzt 5 Stunden gekostet und die anderen haben genauso viel Mission. So. Speichern. Das macht irgendwie. Speichern. Ja. Gut. Also. Piraten. Ich bin bald wieder da. Ich wechsle jetzt Account. Ist erledigt. Warte mal, das ist ja auch die komplette Kleidung. Lol. Hast du aber doch was erreicht, wenn was? Ich Yu-Gi-Oh! Gezockt habe? Das war's halt. Ah, ja, geil, ist das super. Ja. Die Avianer werden nicht umgebracht, da können sie happy sein. Das ist auch gut, ja. Wobei es schade ist. Naja, sollen wir dann die nächste Rüstung versuchen? Ja, was steht denn an? Hey, Smut, da fehlt uns noch das Rückenteil. Verarscht mich. Okay, warte, du meinst nicht Brust, sondern Rücken. Ja, Rücken. Ja, okay, gut, die habe ich nicht. Can be found in Alien, Toxic, Jungle and Swamp. Also, einige Biome. Ja, das müsste ja da schnell gehen. Kannst du mir schon mal eine Einladung schicken? Oh, die werden hier gar nicht alle aufgelistet. Was? Ich mein, oh mein Gott, du musst die schon wieder einladen. Ja, natürlich, die ist ja weg dann. Nach dem einmal anwenden. Da hast du das Spiel nicht verlassen. Kann ich aber schlecht in einem anderen Steam-Account was spielen, ne? Ach so, ja, warum machst du es denn in einem anderen Steam-Account? Was bist du für einer? Ja, wie soll ich sonst mit zweimal Yu-Gi-Oh? Ja, okay, von mir aus. Ja, vielleicht habe ich irgendwann Lust auf einen dritten Steam-Account mit Yu-Gi-Oh, dann benutze ich meinen Hauptaccount. Ja, ja, darauf hast du so viel Bock. Du, der nicht mal die Events, der nicht mal halb spielt. Naja, das Schlimmste ist, ich müsste halt einmal auf Platin kommen. Im Ranked. Danach ist ja alles in Ordnung. Achso, musst du das? Ja, fürs letzte Achievement. Achso. Achso, ja, okay. Klar, wenn du voll Achievement haben willst, dann. Ja, das war ja einer der Gründe, weshalb ich ursprünglich das Spiel auf einem anderen Account gemacht habe, weil die Quoten so miserabel waren, was einfach daran lag, dass es noch so neu war. Und ja, weil eben Ranked Platin dabei war und ich mir gedacht habe, ja sicher, ich mach Ranked sicher so gut, dass ich irgendwann Platin. Also, ich hab's hinbekommen. Ja, ich auch! Deswegen ärgert es mich jetzt ein bisschen, weil es halt jetzt ein 100%-Spiel ist, aber... Ja, so schwer war es nicht. Und sie haben ja vor allem dann noch ein paar weitere Rank-Stufen danach eingebaut, was natürlich es dann easier macht. Das ist einfach nur Glück. Weil die... Ja, aber ich meine, like, die richtig, richtig guten Spieler, die sind ja dann quasi weiter oben. Also auf die kannst du gar nicht mehr treffen. Verstehst du? Ja. Also ich habe Hazmat Maske und Hazmat Shirt noch in meiner Kiste, aber Rücken nicht, natürlich. Ja, Air Tank. Alles... Ein Airtank? Ey, ich könnte schon, ja, so ich schon mal einen Airtank gesehen und du sagst, wir haben den nicht. Ich hab den nicht. Ich hab dir mal alles gegeben, was ich hatte, also wirst du schon recht haben. Okay, Air-Tank. Alter, was ist denn hier alles? Snowy? Warte mal. Aber das sind Biome. Warte mal, klicken wir das mal an. Toxic. Oder warte mal, gehen wir Haze Hazmat Set. Alien, Toxic, Jungle, Swamp. Sind das alles Planeten oder sind das wirklich auch Biome auf Planeten? Okay, Mutant ist ein, aber das sind Teil. Swamp ist auch ein Biom. Also müsste ich jetzt eigentlich mal eben jeden Planeten in meinem System einmal anfliegen, einfach um zu gucken, ob da was ist davon. In meinen Bookmarks habe ich einen Alien-Planeten mit Swamp. Ich fliege mal dorthin. Ich meine, die Ozeanplaneten, die haben ja einen Ozean, das kann es auf jeden Fall nicht sein.
Ich weiß nicht, ob ein Snowy-Planet sowas haben kann. Fliegen wir einfach mal hin. Oh, so, ich war bei dem hier unten. Ich habe gerade den falschen angeschaut. Okay, der hat aber einen Ozean gehabt. Schaut's bei dem aus. Snow. Der hat Swamp! Geil. Ja, ich fliege auch gerade zu einem, den ich markiert hatte. Mit Snowy Garden Swamp. Das ist ein Eisplanet und der hat einen Sumpf. Na gut zu wissen, dass das geht. Ich meine, gut, der hat auch einen Garten. Also. Okay, und die Hazmat-Suit ist aber nicht im Alien. Warte doch. Die kann da überall. Alien sein. Ist auch dabei. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt auch unterirdisch suchen. Okay, hier ist ein Mensch, der hat die an. Kriege ich die von dem, wenn ich ihn töte? Kannst du ja versuchen. Leider glaube ich nicht. Aber da unten ist eine Holzkiste. Ich probiere mal. Mein Glück. So, looten wir mal wieder dieses Dorf hier. Vielleicht kriege ich mit Glück ja wieder irgendeine random Kleidung. Oh, hier ist dieses Gift. Das ist die nächste Holzkiste. Oh mein Gott. Sieht nicht wie Kleidung aus, nein. Naja, was soll's. Also in meinem Biom sind es Primitive Chests, aber das hängt wahrscheinlich vom Biom ab, welche Truhen das sind. Oh, da ist eine eingesperrte Kiste. Hinter Glas. Ich habe Alien Skull und okay. Symbiot Kopf. Okay. Also absolut sinnlos. Vermutlich. Ah, WTF, da ist ja noch eine Kiste. Hier ist Alien Table Blueprint, den kenne ich schon. Und einmal Caustic Stack Helmet Headwear. Wir brauchen nur noch Hazmat drücken. Ja, genau, Hazmat drücken. Ich habe das Gefühl, der Loot Table ist viel zu groß, ey. Ja, aber trotzdem muss es ja kommen. Oder nicht? Ja, irgendwann. Oder ist die Kiste einfach überfüllt? Nee, waren sie leider nicht. Ja, dann sollte eigentlich schon noch die Chance bestehen, dass das da reinkommen kann. Wir haben ja keine Inventarprobleme in dem Sinne, weil wir ja Kisten platzieren können oder wieder einsammeln können. Ja. Das, wir haben alle Truhen bei uns sind Ender-Chests. Beziehungsweise Schalker-Chests. Ja. Oh, was haben wir denn da? Ein Tough Headband. Großartig. Die sind sehr tough, diese Headbands. Und da unten ist eine grüne Hightech-Chip. Da ist auch nur Shit drin. Hat wohl ihren eigenen Table. Hm. Ja, halt die Truhen, die zum Biom spezifisch sind, sollten eigentlich die richtigen sein. Ja, die lilane halt, aber. Ja, im Falle von Alien-Biom, bei mir ist es ja eine andere, weil ich jetzt in den Sumpf gehe. Ja, auf der Platin ist kein Alien, hier ist Sumpf. Also irgendwo. Ich bin jetzt in iPatch gelandet. iPatch kann ich ja ignorieren, wir brauchen ja nichts mehr vom iPatch, oder? Das mit den ganzen Augen, ne, das war glaube ich nur die Augenkleidung. Die haben wir ja. Das ist gut. Oh, was ist denn das? Sternendeuterkappen. Kappe. Star. Okay, keine Ahnung, finde ich gerade nicht mehr auf der Page. Ist egal, nehmen wir mit. Legen wir da den Hut, den habe ich hier schon so oft in meinem Inventar, legen wir das da rein. Kann die Kisten gerade nicht abbauen. Hier sind Gegner. Potenzielle Gegner zumindest. Die werden zum Gegner, wenn ich ihre Kisten abbaue.
müsste ich auch schon haben. Ich glaube, ich bin jetzt auch in einem Sumpf. Okay. Das sind Primitive Chests, wenn ich jetzt mal gerade richtig entsinne. Ja, Small Primitive Chest. Okay, dann habe ich noch nicht die richtige. Ich habe eine Old Chest. Sind im Endeffekt so Holztruhen vom Design her. Ja, die Old Chest auch. Bisschen mehr rustikaler, ein bisschen Gold am Rand. Oh, die leuchten schön, die Edelsteine, wenn ich sie anleuchte. Ah, Florana. Hast du was gegen die Florana? Ja, sie bauen Treppen. Ja, lass sie doch Treppen bauen. Ja, aber da muss ich S drücken, weil ich sonst drauflaufe. Kannst du das nicht essen? Du hast auch Probleme. Ja. Kann man so sagen. Was droppen diese Bäume eigentlich? Das hier ist Swamp. Das ist das braune Wasser. Das ist der erste Frosch. Der ist scheinbar normales Holz. Oh, okay, die ist ja riesig, die Kiste. Große primitive Chest. Hasmat Trauser. Hä? Was, eine große? Ja, gibt's auch ein groß. Hier steht nur small. Weird. Die ist doppelt so breit, die erkennst du schon. Aber wie gesagt, ich habe nur die Hose bekommen, also nicht. Ja, aber das ist. Da ist eine große Fall unterirdisch. Der richtige Ding. Gut, dass die leuchtet, sonst hätte ich die nie entdeckt. Alter. Okay. Ja, ein neues. Haben wir unser Licht. Zwei Blueprints, noch ein Lagunentrauser. Nice. Oh, jetzt bin ich voll. Dann schicken wir den Scheiß mal. Da rein. Also. Brennet ihr Gegner! Und löschen den Bullshit. Consumables. Das sind ja einfach Kristallgegner, lol. Und schon ist mein Inventar wieder einigermaßen aufgeräumt. Der gedämpfte Sound unter Wasser ist so schön. Ja. Wenn Terraria doch nur so ein geniales Feature hätte. Macht das Spiel nicht? Weiß ich nicht. Ich versuche nur die ganze Zeit negativ auf Terraria zu sein. Ich weiß nicht, warum du das tust, aber okay. Ja, mehr als Scherz, weil das Spiel ja ganz eindeutig noch meilenweit davon entfernt ist, suchen zu sein. Weil die Entwickler ist Lagoon Chest Piece und Lagoon Trousers. Naja, es ist wie es ist. Oh, ich muss essen. Ich muss ein bisschen Milch trinken. Alter, aber ich will Bananen jetzt in meinem Winter. Okay, essen wir Bananen. Wenn du sie abbaust, statt sie zu ignorieren, hast du es nicht anders verdient. Hä, ich baue sie nicht ab, ich sammle sie ein. Ja, so, und eine leckere Eistüte. Oh, die war wirklich gut. Eistüten, gute Tüten. Also, ich muss mich mal eben wieder hier hochgraben. Weil ich eigentlich nicht vorhabe, unter der Erde zu sein. Der Sumpf, der ist über der Erde. So, einmal hier durch. Warum könnt ihr Viecher eigentlich Türen öffnen? Halt auf damit. Weil jetzt, wenn ein Vogel eine Tür öffnet. Halte ich für sehr realistisch. Also für gewöhnlich kommen die Insekten nicht rein, nachdem ich das Fenster zugemacht habe. Zumindest sie fliegen. Meine Insekten kommen allgemein irgendwie ins Haus rein. Manchmal frage ich mich echt, wo die durchgehen. Ich habe ein Jump Augment. Aber das ist nicht gerade unser Ziel gewesen. Aha, ja, keine Ahnung, wenn du mehr höher springen willst. Kann ich im Wasser sowieso. Achso, bist du noch im Ozean unterwegs oder was? Nein, wo ich noch überall flitze. Nee, ein Dauerhohen Jump, weiß ich nicht. Oh nee, was ist das denn jetzt? Jetzt sitze ich auch noch im Avianerdorf.
Ich glaube, ich bin bald durch. Ich ignoriere mal deren Kiste da unten. So. Warum springt er mich in der Luft an? Was soll denn das? Warum sind die Gegner so gemein? Ist das da hinten? Das ist, glaube ich, nicht das richtige Biom, oder? Schaut nicht ganz. Jetzt kommt. Aus. Das sieht sehr nach Miet aus. Da brauche ich nicht hin, oder? Miet in Greed. Nein, das mit A, nicht mit Doppel-E. Oh, okay, hier ist wieder Alien. Ich habe eine Burg gefunden. Ja, es gibt sie mal schön. Oh mein Gott, hier ist mein Mech. Ah, Kacke. So ist normal leider. Naja, müssen ja nicht übertreiben. Für einen Tag haben wir doch genug erreicht. Was ist dein Problem? Wir haben gleich eine Rüstung gefunden. Besser als keine Rüstung. Und das war nicht mal die, die wir eigentlich finden wollten. Besser als... Ja, okay, meinetwegen. Vor allem ist das eigentlich nur ein Piece gewesen, wenn man es so nimmt. Na, immer noch besser als gar nichts. Ich habe immerhin Yu-Gi-Oh! Gespielt auf beiden Accounts, also bin zufrieden soweit. Ich habe viel erreicht. Ich bin nicht zufrieden. Ich habe auf deiner Space Station eine große primitive Kiste jetzt hier für dich liegen gelassen. Aha. Ja, für den Fall, dass du sie... Keine Ahnung, da ist halt noch ein Bullshit drin. Könntest du meine Kiste nicht beleidigen? Wieso? Das war doch meine Kiste. Ja, aber du hast sie doch in mein Schiff gelegt. Auf mein Teil. In deine Space Station. Gehört die nicht uns? Ja, was ist denn das? Ist ja nicht gelernt zu teilen. Also ich baue die aus. Keine Ahnung, willst du darauf was bauen? Nein. Ist kein Kreativer. Oder ist er eine Kiste unter dem Grabstein? Oh, ich glaube, jetzt komme ich endlich in das Biom, was ich will, oder? Ja. Nee, das ist... Ach, Mann. Wir können ja kein Schnee sein, wenn da hinten alles voll damit ist. Das ist irgendwie... Manche Biome passen eigentlich nicht so ganz zu den Planeten, auf denen sie spawnen. Überall ein bisschen Schnee. Schnee, Schnee, Schnee. Schnee. Verkaufst du was Tolles? Nein. Du bist abgehauen? Yep. Warum das war's von mir. Was? Das Motivationslevel ist unter die kritische Grenze gesunken. Wie viele Planeten hast du abgesucht? Einen. Ja, einer reicht nicht.
Aber mehr ist genug Loot. Und nicht der richtige. Ja, da kann potenziell auch noch viel anderes Zeug spawnen. Das ist auch einiges in diesem Loot-Table drin. So. Ach so. Ist da oben jetzt selber noch eine Kiste? Ne, schon mal nicht. Jetzt ist ja wieder so ein Haus. Wo ist denn der scheiß Sumpf, nach dem ich suche? Den erkennst du am Braunwasser und an den Fröschen, die quaken. Aha, sind wir jetzt in Minecraft? Nein. Und diese Froschmenschen können sogar handeln. Aber hier gibt's keine Frösche. Bist du nicht im Sumpf? Ja, warte. Es gibt keine Frösche in dem Spiel. So, ich verlasse jetzt deinen Stream, dann bist du bei 0 Viewern. Ein Cowboy-Hut. Was machen eigentlich die Nova Kids hier? Das ist doch gar nicht euer Ort. Gar nicht euer Revier. Also ich werde dann den restlichen Abend damit verbringen, Atomic Heart bei Holly anzugucken, wenn du nichts dagegen hast. Das heißt also, du willst mich alleine lassen? Yep. Du willst also heute gar nichts mehr machen? Definitiv nicht. Das finde ich schade. Das darfst du gern schade finden. Ihr habt jetzt 3 Tage in Folge Starbound gestreamt. Na warte, das stimmt gar nicht. Das war jetzt zweimal am selben Tag. Ja, das war zweimal am selben Tag. Und nun denn, aber trotzdem. Das ist die Frösche, von denen du laberst? Weiß ich nicht, hab dein Stream nicht mehr auf. Aber wahrscheinlich, wenn sie ungefähr so groß sind wie du. Die sagen immer nur Punkt, glaube ich. Machen die mir einfach die Tür zu. So komme ich doch nicht rein, wenn die Tür zu machen. Alter, dieser Schneesturm. Das passt doch überhaupt nicht. Der Boden hat doch gar keinen Schnee. Ach so. Lernen wir die mal. Machen wir dich mal an. Nehmen wir dich damit. Ich dachte, nein, das ist doch keine. Können diese Viecher aufhören, mich in Ruhe zu lassen? Oder aufhören, mir näher zu laufen, oder ja? Ja, dachte gerade schon. Wisst du, dass sie dich ärgern? Aber offenbar tun sie das doch schon. Was war das für ein Dschungel? Da war keine einzige Truhe drin. Will mich das Spiel verarschen? Ja, auf Alien-Planeten, da ist die Chance doch viel höher, dass du... als dass du auf Schneeplaneten irgendeinem Sumpf hinterherjagst, ey. Ja, du, ich gehe einfach auf das, was in meinem System gerade ist. Ja, aber vielleicht sind Alien-Planeten halt einfach sinnvoller. Du hast mich nicht verstanden, kann das sein? Wechselsystem, verdammt nochmal. Nein. Ich meine, gut, mir ist es egal, wenn du noch länger brauchst. Ich mache nicht mit dabei. Oceanic. Oceanic. Okay. Also, schönen Abend noch und was? Bis zum nächsten Stream. Morgen. Bin dann wieder dabei. Okay. Energie für 1, 2 Alien-Planeten werde ich morgen schon aufbringen. Halbe Stunde. Mal schauen. Und dann, wir streamen am besten erst so nach 18 Uhr, dann kann ich um 19 Uhr wieder Starbound-Pause machen, während du weiter streamst und ich mache Yu-Gi-Oh! Ah, ja. Ja, finde, das ist sehr sinnvoll. Du bist einer. Gut gelaufen.
Ja. Je nachdem, wie lange du streamst, join ich nachher vielleicht nochmal rein. Aber wobei, nee, sollte ich nichts versprechen. Ist unwahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall tschüss dann. Bis denn. Hey, warum sind wir jetzt raus? Ich wollte den hier anklicken. Okay. Dann gibt es hier keinen Planeten mehr, der das hat, was ich brauche. Ja. Okay. Klatschen wir ja die Truhen mal hin, die ich gefüllt habe. Die da. Und die da, sind das alle? Was aus, keine mehr rot. Ah, da war sogar lärmbar. Also warte mal, den kann ich jetzt sogar abbauen. Gut. Okay, sure. Wenn Macher von denen neu sind, dann sollen sie es ruhig sein. Ist mir an sich auch lieber als Sachen, die ich wegstecken muss. Ah, hier. Stecken wir die Karten hier rein. Okay, die gingen auch alle rein, also war keine von denen neu. Das hier Titanium. Titanium. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet die so viel ist. Aber sie ist es. Okay, dann müssen wir. Ich weiß exakt gar nicht wo. So stecken wir einfach überall. Ah, er ist noch nicht ganz alle. Haben wir so ein bisschen Paper. Okay, die gehen hier rein. So, ein paar Milch. Etwas Milch kann man sich hier reinhauen. Der Rest hier ist Saat und oder Kochzutaten. Da gucken wir mal. Au. Oh. Ja. So. Aus den Augen, aus den Sinn. Okay, das passt. Das auch soweit. Das auch. Das auch. Okay, hier müsste ich jetzt noch ja, Waffen wegsortieren im Endeffekt. Wenn das Spiel nicht hängen würde. Drei, also hier. Drei. Okay, den haben wir, die haben wir. Das ist auch Stufe 3. Also kann der hier rein. Ja, die ist ja fast voll. Das ist ein Musikinstrument. Okay. Gerade. Okay, die sind nicht neu gewesen.
Gucken wir mal, ob das Musikinstrument wechseln können. Nee, dann ist das neu. Okay. Okay, stacken wir mal die Sachen weg. Das. Ja, den Reis, den legen wir in den Kühlschrank oder so. Ah ja, da ist er sogar schon drin. Okay, das hier ist leer, das ist leer. Dann müssen wir jetzt noch das da lernen. Da sind auch Figuren dabei. Also auch Sachen, die wir hier wegstecken. Auf zur Ori Station. Wo wir dann mal erstmal. Warum? Kann ich bitte irgendwas hiervon nehmen? Gut. Okay, das hier ist leer. Das hier ist leer. Dann müssen wir das hier lernen. Okay, da ist ein sehr großer Teil weg. Okay, dann scheint die 9 zu sein. Dekoration. Zerbrechlich. Hier. Das. Okay, gehen wir mal zu Blöcken. Stecken wir alles weg, was sich wegstecken lässt. Wo auch immer es sich wegstecken lässt. Ah, Knochen. Okay, da ging recht viel weg. Das ist normale Erde, oder? Ja. Dann kommt die. Hier rein, so. Dann der vorderste. Auch noch genau das, was zweimal da ist. Okay, das ist ein bisschen sehr voll, aber ist egal. Das kriege ich schon hin. Kann man hier was reinstecken? Ich hab zweimal diesen Hut, okay. Dann schieben wir das um. Dieser Hut hier kann verkauft werden. Dann kann man hier was reinstecken. Bisschen sehr viel. Dich konnte man hier reinstecken. Dich konnte man hier reinstecken. Dich konnte man hier reinstecken. Und dich konnte man hier reinstecken. Das war so viel, dass ich jetzt nicht mal genau weiß. Ha. Okay, probieren wir mal hier. Okay, dich konnte ich hier reinstecken. Wir haben keinen Grün oder so davon. Okay, ist egal, dann kann ich das nicht so ganz gescheit machen. Und gehen wir einfach zurück. Und verkaufen jetzt zumindest schon mal die da. So. Halsband. Gut. Dann haben wir als erstes weiße Waffen. Stufe 4. Grüne auch Stufe 4. Blaue auch Stufe 4.
Okay, warte. Wait, das ist ein Musikinstrument, was ich schon habe. Wie er genau dasselbe gefunden hat, das ist ja witzig. Okay, der Rest ist quasi Kleider. Okay, warte mal. Hier geht nichts rein. Hier geht das hier rein. Okay, das ist das zum Verkaufen. Hier geht nichts rein. Hier geht auch nichts rein. Und hier geht auch nichts rein. Hier, klar, da geht der rein. Das ist irgendwie klar. Geht noch was anderes rein? Der da. Dann muss der hier rein. Geht noch was rein? Nope. Gut, dann können wir den wieder aufheben. Schieben wir den aber natürlich nach da unten, weil der da runter gehört. Hier geht auch nichts rein. Okay, dieser komische Schädel geht hier rein, was bedeutet, dass der auch hier rein kann. Dann der geht hier rein, was auch bedeutet, dass er hier rein kann. Und sonst nichts mehr. Nichts mehr. Okay, dann außer den da. Das ist irgendwo alles unique Dinge. STGF C O W B B O Y. Nicht schon ernst. Okay, ich habe vermutet, dass das vielleicht sogar der Fall sein könnte. Wir haben das Cowboy Set fertig. Das ist einfach nochmal nicht können, oder? Ja, aber die sind fertig. Das sind einfach nur die Kleidungsstücke, denke ich mal. Wo ist der Rest vom Cowboy? Also laut meiner Dingens würde er nach dem Chef kommen. Okay, ja, das ist nach dem Chef. Cowboy. Okay, dann haben wir jetzt den Cowboy auch fertig. Heute Cowboy und den da oben fertig gemacht, den Buccaneer. Okay, dann löschen wir Cowboy von der Page. Ja. Stab. Okay, Alien Skull. Jupp, genau, der ist was Eigenes. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass ich den schon mal hätte. Warte mal, ist das Sea Monster? Das ist nämlich, glaube ich, schon eine Kleider.
Hä? Wo waren wir Cousin unterwegs? In einem Alien-Biom. Hier steht aber nichts mehr. Ah. Was ist das? Ist das eine Rüstung, die ich schon habe? Es gab doch so ein Seemonster da oben, ist es. Ist das die Kleidung von dir? Lagune, Lagune. Mhm. Ja, das ist seine Kleidung. Okay, dann kann das hier verkauft werden. Und... Du kommst hier rein. Du kommst hier rein. So. Auf zum Schiff. Ja, warum hat er so eine komische Tasse gepostet? Okay, dann gehen wir jetzt nochmal kurz zu unserem Koch. Und verkaufen den, die beiden Sachen hier. So. So. Gut, dann würde ich sagen, war es das soweit mit dem Stream. Und ja, für die auf YouTube bewerten nicht vergessen. Und ich mache jetzt noch Thumbnail, aber ciao.